Hallo liebe Reisemobilfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Carex Reisemobiltechnik aus Castrop-Rauxel. Heute unser Thema ist Autarkie und zwar das große Paket der Autarkie. Bleibt dran, es wird interessant. So, wo fange ich am besten an? Ich möchte euch heute gar nicht eigentlich so viel zeigen, sondern ich möchte ein bisschen was eigentlich erzählen und ein bisschen euch informieren. Wir haben, oder ich stehe hier aktuell in einem Morelo Pelles 88 LB. Das Fahrzeug war immer wieder mal bei uns gewesen. Wir haben also verschiedene und reichhaltige Umbaumaßnahmen an dem Fahrzeug nach und nach vorgenommen. Aktuell sind wir jetzt bei, muss ich noch mal drauf gucken, ich glaube bei 1200 Amperestunden Lithium, die der Kunde haben wollte. Ich gehe mal einmal drauf. Ja, 6 Batterien, knapp über 200 Amperestunden. Ja, Batterien haben aktuell 94% und wir haben 1147 Amperestunden Lithium-Batteriekapazität in dem Fahrzeug. 6 Batterien. Ne? Ich kann mir die einzeln auch hier alle aufrufen, ne? Dass ich mir die hier angucken kann. Ne? Und so weiter und so fort. Aber das kennt ihr alle schon. Darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht weiter eingehen. Ich wollte eigentlich mehr darüber sprechen, warum machen die Leute so etwas. Wir kriegen sehr viele E-Mails, sehr viele Anrufe. Auch Kunden, wenn die hier sind und sagen, boah, das ist doch schon hier ein ganzes Kraftwerk. Ne? Warum so viel Lithium, warum so viel Solar? Wer braucht das? Wofür macht ihr das? Ich setze mich mal in die neuen Lammfälle hier. Schaut mal hier, die Lamm, hat der Kunde sich auch reinmachen lassen. Nagelneue Lammfälle hier rein. Ich habe eine ganz frische, saubere Hose an, deshalb darf ich mich auch so hier reinsetzen. Das gehört auch mit dazu, die Kunden wollen sich halt auch in diesen Fahrzeugen natürlich auch schön wohlfühlen, am besten so wie zu Hause. Ja, warum machen die Leute das? Warum kommen die zu uns und bauen sich hier, keine Ahnung, 6, 8, 10 Batterien ein, eine riesen Solaranlage aufs Dach und einen Backofen und eine Filteranlage für Wasser und Internet ins Fahrzeug und ein großes Radio mit 10 Zoll und ach, was weiß ich, was alles so. Ja, ganz einfach deshalb, weil sie sich in den Fahrzeugen, sag ich mal, geborgen und wohlfühlen möchten. Ne? Die möchten unabhängig sein. Wenn die mal irgendwo stehen, irgendwo sind, gerade in diesen unsicheren Zeiten, gibt doch einem das Wohnmobil immer noch so ein bisschen, ich sag mal, eine Sicherheit. Ne? Eine Sicherheit, wo man sagen kann, weißt du was, da kann ich mir mal reinsetzen und kann mal irgendwo von A nach B fahren, da kann ich so lange bleiben, wie ich möchte. Ich kaufe mir kein Haus in Spanien oder was weiß ich irgendwo, da bin ich nämlich wieder gebunden. So kann ich mal ein bisschen in Spanien bleiben. Wenn das Wetter da schlecht wird und ich da keine Lust mehr habe, weil mein Nachbar mich stört, fahre ich einfach einen Stellplatz weiter oder ich fahre nach Portugal rein oder ich fahre einmal mit der Fähre rüber nach Marokko. Oder ich fahre nach Kroatien, Griechenland und was es da alles gibt. Und das ist ihm halt nur mit dem Wohnmobil so möglich. Ne? Das geht mit der Finca auf Spanien halt nicht. Und das wissen die Leute. Wir haben auch viele, viele Kunden bei uns mittlerweile im Kundenstamm, die ihr Haus in Spanien zum Beispiel verkauft haben und jetzt sagen, brauche ich alles gar nicht. Wir leben im Wohnmobil. Ja? Und das mindestens für 6, 8 Monate im Jahr. Die meisten sind alle schon weg. Wir sehen das auf unserem Servoportal. Die Kunden sind schon in Spanien, in Portugal. Wir sehen, dass sie schön in der Sonne stehen. Viele schreiben uns auch oder schicken uns Fotos. Schau mal hier, ne? Morgens 10 Uhr, 22 Grad, kurze Hose, keine Knochenschmerzen, keine Gliederschmerzen. Das ist natürlich sehr schön. Und uns freut es natürlich auch, dass wir diese Fahrzeuge so bauen konnten, dass die Kunden wirklich zu 100% zufrieden sind. Und da sind wir auch schon bei dem Thema Autarkie, wenn die Kunden zu uns kommen und von uns dann eben halt eine Beratung haben möchten. Die Beratung ist bei uns und auch das Angebot nach wie vor kostenlos. Das machen wir gerne für euch und sprechen euch dann auch dementsprechend euren Reiseverhalten entsprechend auch an eine Empfehlung aus. Ne? Das ist, wie gesagt, nur eine Empfehlung. Die ist nicht in Stein gemeißelt, da kann man immer hier und da ein bisschen was variieren, aber wenn wir einmal euer Reiseverhalten erkundet haben, dann sagen wir euch, pass auf, nimm mal besser lieber 2 Batterien, weil im Winter fährst du zum Beispiel da und dahin, da kommt über deine Solaranlage nicht viel, auch wenn wir dir eine Solartasche nachrüsten. In dem Fahrzeug haben wir übrigens 2 Anschlüsse für Solartaschen nachgerüstet. Da war dem Kunden also auch ganz wichtig. Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen erkältet. Bin aber auf dem Weg der Besserung. Ja, Solartasche. Machen wir natürlich auch mittlerweile fast bei jedem Batterieeinbau. Kriegt der Kunde von uns einen kleinen Regler, einen 7510, 7515, 200 Watt Peak Solartasche mit dabei und fertig. Dann ist man halt im Winter immer auch noch ein bisschen auf der sicheren Seite, wenn die Sonne sehr tief steht, dass man da auch noch eine gewisse Energieausbeute hat. Aber so ist das eben halt. So kommen die Leute zu uns und sagen, ich möchte das noch mit dabei haben, das noch mit dabei haben. Und es ist ja auch
gerade auch so, dass diese Fahrzeuge sehr, sehr wertstabil sind, ne? Wenn ich im Urlaub fahre für 5.000 Euro, 8.000 Euro ist das Geld weg. Wenn ich so ein Fahrzeug umrüste mit Lithium, Solar und ich komme dann irgendwann mal auf die Idee und sage, ich will mich jetzt einfach davon trennen, sehen wir bei vielen, vielen Kunden, die aufsteigen in ihr Wohnmobil, also ein größeres Modell sich zum Beispiel kaufen oder ein kleineres Modell, dass der gesamte Umbau, den wir damals immer gemacht haben, dass der vielleicht nicht zu 100%, aber zum großen Teil halt sich in dem Kaufpreis des Fahrzeuges widerspiegelt. Das heißt, es geht eigentlich kein Geld verloren. Wenn ich ein Fahrzeug ins Internet reinsetzen und sagt, pass auf, das Fahrzeug hat ein vollwertiges Autarkpaket mit Lithiumbatterien, mit Solaranlage, mit Wasserfilter, mit Tasche für mit Solartaschenvorbereitung, großes Radio, was es halt alles dazu gibt. Selbst diese Lampfälle gehören mit dazu, ja, dass man sagt, man möchte sich einfach darin wohlfühlen. Waschmaschine, auch ein Riesenthema, haben wir wahnsinnig viele Anfragen. Wir können aber nicht so viele Waschmaschinen bauen, weil wir nicht nur Waschmaschinen bauen. Sonst müssen wir hier eigentlich nur eine Spur abstellen, wie jetzt, was wir gemacht haben zum Batterieanbau, dass wir sagen, wir machen nur Waschmaschinen. Das müssen wir auch terminieren. Der Einbau ist auch nicht gerade leicht, der ist also auch sehr aufwendig wegen der Befestigung und. Da haben wir übrigens im Januar für euch eine ganz neue Geschichte, aber da komme ich dann separat nochmal zu. Das ist ganz was Neues in Bezug auf die Waschmaschinen, die wir einbauen. Aber so gehört eben halt an der Waschmaschine mit dazu, genauso wie eine Lithiumbatterie, etwas größere Wechselrichter, und so weiter und so fort. Und deshalb kommen dann halt auch diese großen Umbauten zustande, die die Kunden sich dann einfach gönnen. Ne? Die dann viel, wir haben sehr viele Kunden, die zum Beispiel ihr Haus verkauft haben oder ihre Wohnung verkauft haben oder verkaufen möchten und sagen, wir ziehen jetzt komplett ins Wohnmobil. Wir brauchen im Sommer hier nur eine kleine Wohnung, 60, 80 Quadratmeter, mehr brauchen wir nicht mehr. Das Haus kann weg, es ist abbezahlt. Wir kaufen uns jetzt ein Wohnmobil, bauen das unseren Wünschen entsprechend um oder lassen es dementsprechend umbauen und sind dann über die Wintermonate, das geht dann meistens dann im Oktober los, in Spanien. So. Ganz ehrlich, würde ich auch machen. Würde ich nicht eine Sekunde. Ich möchte hier mit 65 nicht mehr rumkrauchen und hier mir das schlechte Wetter hier reinziehen. Habe ich wirklich keine Lust drauf. Das werde ich machen. Deshalb habe ich auch den Führerschein gemacht, weil ich auch mich nicht unbedingt auf 7,5 Tonner beschränken möchte, sondern auch gegebenenfalls ein etwas schwereres Chassis gerne nehmen würde. Übrigens, meine Frau hat den Führerschein jetzt auch bestanden, C und CE, in der vorletzten Woche. Das heißt, wir haben beide jetzt den Führerschein C und CE. Und ja, wenn alles jetzt so läuft, wie wir uns das vorstellen, werden wir uns auch nächstes Jahr um ein neues Fahrzeug mal kümmern. Was es dann im Endeffekt sein wird, weiß ich nicht. Aber auch dann im Prinzip komplett umgebaut auf 100% Autarkie. Ne? Das ist also für uns ganz, ganz wichtig. Ne? Mit Waschmaschine, mit Lithiumpaket, mit großem Wechselrichter und so weiter und so fort. Ne? So, ich hoffe, ich habe jetzt mal einmal diese Thematik so ein bisschen euch näher bringen können. Warum kommen die Leute zu uns und lassen sich diese großen. Wir haben einen Kunden oder einen Bekannten, der kommt immer wieder hier rein, der sagt immer, habt ihr wieder ein Atomkraftwerk gebaut? Ne? Also, ne? Der sieht dann die ganzen Lithiumpakete hier und die großen Solaranlagen und die ganzen Steuerungen und so. Und der sagt dann immer Atomkraftwerk. Ja. Ja, also Atomkraftwerke bauen wir nicht, aber wir bauen sehr, sehr große, komplexe Anlagen. Haben uns auch darauf spezialisiert. Und ja, die Leute wissen das auch sehr zu schätzen. Und man muss nicht alles am einen Tag machen, nicht sofort einen Riesenumbau machen lassen, sondern man kann auch Step by Step auch sich an die Sache herantasten. Ist auch kein Problem, wenn wir eine Lithiumbatterie nehmen, die ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, auch vielleicht ein Jahr drin ist und ergänzen die später um eine weitere Batterie oder um zwei weitere Batterien. Geht natürlich auch, ist überhaupt kein Problem. Bei Liontron haben wir da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Es ist überhaupt kein Problem, auch diesen Batterieeinbau Step by Step vorzunehmen, dass man vielleicht auch mal guckt, was ist eigentlich das, was ich brauche, welche Kapazität brauche ich jetzt eigentlich genau, ja? Das Fahrzeug ist neu, man kommt zu uns, lässt sich erstmal vielleicht zwei einbauen, sagt aber vielleicht gleich mit dabei, vielleicht mit der Option, eine dritte oder vierte mit dabei zu nehmen, dann kann man auch direkt den Platz dafür so ein bisschen sich ausgucken, wo baut man das am besten hin und dann kann man eine Empfehlung aussprechen, sagen, pass auf, hier passen die wunderbar rein, wir haben aber hier an der Seite noch ein bisschen Platz, da könnten wir gegebenenfalls noch zwei weitere einbauen oder eine weitere einbauen, die Option besteht. So, dann machen wir für uns auch nochmal ein Vermerk in unseren Unterlagen und wenn das Auto dann mal irgendwann kommen sollte, zack, dann kann man auch sofort einen Preis raushauen und kann sagen, pass auf, das war ja schon vorbereitet, da kommt noch eine dritte oder eine vierte Batterie rein und dann hast du halt ein vollwertiges, großes Autarkpaket, wo du auch wirklich lange, lange Zeit irgendwo stehen kannst. Was wir auch immer wieder hören, ist zum Beispiel auch, dass die Stellplätze in Deutschland mittlerweile auch den Landstrom begrenzen. Das war ja vor einiger Zeit nicht der Fall, egal wo man hingefahren ist in Deutschland, war überall der Landstrom nicht begrenzt. Jetzt mittlerweile aufgrund der Fülle und der Masse der Fahrzeuge, die diese Plätze anfahren, ist es so, dass auch da die meisten Plätze auch schon eine Landstrombegrenzung haben.
Mit dem Multiplus von Victron ist kein Problem. Wir können den Landstrom begrenzen, können den ganz genau anpassen auf das, was ich gerade brauche. Die Differenz holt das Fahrzeug sich aus den Lithium-Batterien. Ne? Ist überhaupt kein Problem. Das geht also wunderbar mit dem Multiplus von Victron. Ne? Ja, das soll es erstmal zu diesem Thema große Pakete von Autarkie gewesen sein. Wir haben nebenan noch einen großen Nissan und Bischof stehen, ganz neues Fahrzeug. Werden wir aber ein separates Video zu machen, weil das auch sehr umfangreich ist mit Starlink-Antenne und so weiter und so fort. Erzähle ich auch ein bisschen was zu dem Fahrzeug. Dann haben wir hier in der Halle noch einiges neu gemacht und verändert. Die Außenanlagen befinden sich gerade noch im Umbau. Die Zaunanlage wird noch gerade weiter fertiggestellt. Das große Schiebetor, was wir bestellt haben, da warten wir jetzt mehr oder weniger tagtäglich drauf, dass es eingebaut werden kann. Wir haben die Fassade komplett neu streichen lassen. Wir haben eine große Reklametafel. Mit so 3D-Schriften haben wir uns installieren lassen. Da steht aber jetzt momentan noch das Gerüst vor und wir haben auch draußen so ein Sauwetter. Es regnet gerade draußen. Da machen wir jetzt also keine Außenaufnahmen. Aber diese Aufnahmen kommen noch. Da haben wir schon einiges vorgefilmt und dann werden wir in den nächsten Tagen euch auch nochmal zeigen, wie es hier aussieht in unserer Halle, die gesamten Außenanlagen und natürlich auch nochmal ein exklusives Video machen von dem Niesmann und Bischof 920 Flair. So. Letzter Hinweis noch, heute ist der 24. November, 6 Tage noch, dann ist die Aktion ausgelaufen mit den kostenlosen Batterieeinbauen. Also, wenn ihr das noch gemacht haben möchtet, schreibt uns bitte an. Es kann auch sein, dass wir euch erst im Dezember dazu kontaktieren werden oder dass wir den Batterieeinbau, wenn wir es im Dezember nicht mal schaffen sollten, erst im Januar machen werden. Aber versprochen ist versprochen, wird auch nicht gebrochen. Wenn ihr euch bis zum 30. November anmelden solltet, werden wir euch diese Batterien kostenlos einbauen. In dem Sinne, passt auf euch auf, abonniert unseren Kanal, den Link dafür findet ihr hier unten. Was ist mit Betriebsferien? Betriebsferien, genau, habe ich auch noch gerade auf dem Schirm gehabt, hätte ich jetzt fast vergessen, wenn du es nicht gesagt hättest. Betriebsferien sind bei uns ab dem 23. Dezember, das ist ein Samstag, bis einschließlich dem 1.1., das ist ein Montag. Ab Dienstag, den 2. Januar, sind wir wieder da. Das sind, ich glaube, 10 Tage sind das. Da ist unser Betrieb hier geschlossen. Alle Mitarbeiter freuen sich schon drauf. Die sind nämlich auch alle an der Leistungsgrenze mit Umzug, Umbau und auch das, was wir hier noch alles noch gemacht haben, haben sich alle in Urlaub verdient. Das heißt, wir gehen dann in den Urlaub für 10 Tage und sind dann ab dem 2. Januar 2024 wieder für euch da. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Euer Karik.